Hey, wo sind die denn? Ja, über uns. Er versucht gerade zu landen hier. Oh. Ich helfe sonst mal zur Not nach. Oh! Nein! Lande bitte! Hey, willkommen! Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge GDA Online zusammen mit Sergeant Max. Hallo! Ich hatte mich gerade kurz erinnert gefühlt an eine alte Werbung, die früher im Fernsehen lief. Na, GDA Online. Gut. Achso, okay. Wir haben eine lustige Challenge geplant. Dafür sind wir gerade auch schon bei der Base. Max erklärt einmal, was es geht. Ja, ich lese einfach mal vor. Ich lese mal vor. Moment. Achtung. Oh, warte mal, jetzt ist ja alles weg so. QSBATSCF hat geschrieben, fliegt mit einem Hubschrauber so hoch es geht über das Villenviertel, Alter, ist richtig laut, und versucht ohne Fallschirm in den Pool zu springen. Oder beziehungsweise in einen Pool. Und ja, ich sag mal, gesagt, getan. Aber wir dachten uns, um das Ganze noch ein bisschen witziger zu gestalten, stehlen wir einfach aus der Militärbase einen Jet, den Birgi schon hat. Der fliegt da oben gerade im Kreis. Genau. Und machen das Ganze mit dem Jet. Versuchst du mal irgendwie zu landen? Nee, ich würde das mit dir einfach zusammen machen jetzt. Also wir machen das jetzt einfach alles nochmal zusammen. Das wird natürlich umso schwieriger. Wir machen von mir aus nochmal die Stehlaktion zusammen. Genau. Oh Gott. Aber geil, Looping hast du gerade geflogen. Ja, danke. Wo bist du denn? Ich bin hier links von dir. Okay. Ich habe auch leider keine Waffe, mit der ich mich irgendwie erkenntlich zeigen könnte. Ich habe ja meine ganzen Knaller schon weggeballert. Ja genau, hier rechts. Oh Gott, Birgi, Alter. Alter Schwede. Ich wollte die eigentlich nur mitreißen. Die Einzelteile. Geilo. Geilo. Okay, jetzt ist mein Sternenlevel nämlich auch weg. Meine Sterne sind perfekt. Weg. Mein Sternenlevel. Ich bin keine Prinzessin mehr. Okay, wo bist du? Warte, ich pick dich ein. Jetzt habe ich Glück. Wieso lässt er mich hier ganz frech an? Ist das eine schnelle Karre? Ja, lässt du mich kurz fahren, damit ich dir kurz einmal erklären kann, wie wir da reinkommen? Ja, mit diesem Jump, ne? Traust du dir den zu? Nee, mach mal. Ich weiß gar nicht wo. Ich steige hier als Beifahrer ein. Das ist gut. Hast dich gerade erschrocken ein bisschen, ne? Das gleich wieder eine Versicherung andrehen. Guten Tag. Michael Meyer von der Hamburg-Mannheimer. In der Tat. Gerne. Wieso habe ich ständig diese Markierung drin? Was ist das? Die glaube ich von mir noch, oder? Ja, die nervt furchtbar. Das ist aber nicht frech, du. Mach die mal weg, ey. Okay. Ach, hast du weggemacht? Nee, kann ich ja nicht wegmachen. Ist egal, ist nicht so wie die Scheiße. Ja, wenn man in der Tat. Okay, ist ja gut. In der Tat, willkommen zu einer neuen Geschichte mit Bergmann und Max. Die Geschichte. Eine neue Geschichte mit Bergi und Max in GTA Online. Das ist doch ein Klacks. Okay. Und jetzt lese ich wieder 1000 Kommentare. Wo bleibt die YouTube-Schule mit Simon und Bergi? Gut, lassen wir das. Also du weißt ganz genau, was zu tun ist. Na klar, natürlich. Okay, warte ganz kurz. Wenn wir da jetzt reinfahren, haben wir direkt 5 Sterne. Ja, Baby. Okay, pass auf, ich gehe in den Hangar. Können wir zusammen in einen Jet nehmen? Nee. Okay. Hast du den Hangar jetzt gesehen, mein Freund? Nein, habe ich nicht. Wir machen das jetzt einfach. Okay, dann lade ich dich. Pass auf, ich lade dich bei dem einen Jet aus. Ich hole mir dann den Jet im Hangar. Ja, wir machen das jetzt. Okay, kriegen wir schon hin. YOLO, bada dolo. Bist du aufgeregt, Max? Bisschen, ja, ein bisschen schon. Guck mich mal an. Und du auch? Ja, ein bisschen. Warte, guck du mich mal an. Nee, geht natürlich nicht. Oh, doch, du bist richtig Scarface. Ich bin mad, Alter. Alter. Okay. Hier, kennst du Fast and Furious 2, Alter, wo hier Paul Walker, hier Eva Mendes so anstarrt? Das mache ich jetzt auch mit dir, weil du meine kleine Perle bist. Du bist meine kleine Eva Mendes. Oh Gott, ich darf nicht abbrechen. Was machst du da, von wenn du meine kleine Perle bist, Alter? Ey, was machst du? Ich glaube, zu langsam, kann das sein? Ja, ich glaube, ne, wobei doch, alles gut. Oh! Hey! Wir dürfen nicht explodieren. Alles gut. Sind wir drüben? Nee. Nochmal. Okay, aber der Gedanke der war da. Ich verstehe gar nicht, warum die Karre so langsam ist. Vermutlich habe ich ein bisschen zu viel Paul Walker gemacht. Vielleicht nimmst du hier einfach den Truck, der da gerade vorbeigefahren ist. Das ist definitiv der schnellere Gefährt. Kann ich nicht kurz unsere Karre hier hinbestellen? Ich habe die Webcam irgendwie beendet durch einen Druck auf Leertaste. Das ist ja auch interessant. Das ist kein Problem. Okay. Wir sind wieder da. Okay, warte, ich bestelle kurz meine Karre hier hin. Alles gut, warte. Oh Gott, warte. Die brauchen wir doch nicht, oder? Das geht doch viel schneller damit, warte. So, warte. Ist sie denn direkt straight hier? Ja, bleib mal hier. Stopp, bleib mal stehen. Ist sie denn da? Weiß ich nicht, warte. Ich habe angefordert, warte. Die müsste ja vom Ding her direkt irgendwo hier jetzt auftauchen. Warte. Da, nee, da steht sie nicht. Doch, hier ist sie doch. Da. Du fährst, ne? Ja. Kannst du denn mit meinem Auto fahren? Natürlich. Also eigentlich traue ich dir ungern meine Schlüssel an, aber na gut. Aber es ist voll sweet, dass ich damit fahren darf. Du hast es auch gemacht. Kein Problem. Hast du für alle oder nur für Freunde? Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nur so. Digga, ist sie neu? Oder? Guck mal, den Reifenrauch, der ist lila. Siehst du das? Wie geil! Digga. Du hast ja richtig gegönnt, voll, ne? Voll schön hier im Sonnenuntergang mit dir in der fetten Karre, Alter. Na gut, okay, gib Stoff, komm. Alles klar. Aber ob das jetzt was wird, ey. Sogar deine Armaturen sind hier gelb. Ist gelb deine Lieblingsfarbe? Ich freue mich an. Bist du ein Freund von gelb? Siehst du meine Cola da? Nee. Was machst du? Warum steigst du aus? Ich steig doch gar nicht aus. Ja, du bist ausgestiegen. Ja, ich bin überhaupt nicht ausgestiegen. Hä? Du bist ausgestiegen. Ja, ich bin nicht ausgestiegen. Ich stehe, Bergmann-Togo hat das Spiel verlassen. Hä? Ich bin...
Jetzt sind alle weg. Tatsächlich, jetzt bin ich ausgestiegen. Ich steigst ist einfach aus meinem Auto gestiegen und läuft richtig ganz schnell weg. Und, ja, du auch. Du bist gerade überfahren worden. Max, was ist los? Max, bleib doch hier. Ich muss dich ja irgendwie Leute, kurz aufhalten. Wir machen ganz kurz einen Cut an dieser Stelle und rutschen sofort wieder zurück, wenn Birgi wieder da ist. Max, renn doch nicht weg. So, jetzt sind wir wieder da. Wir tauschen mal kurz Plätze. Ich hab Birgi kurz abgepickt, wollte ich gerade sagen. Eingesammelt. Voll sweet von dir. Ja, total süß. Guck mal, jetzt kommt noch meine Unterbodenbeleuchtung zur Geltung hier. Richtig geil. Aber nicht, dass du mir gleich wieder raushüpfst und wegrennst wie so ein kleines Mädchen. Ich bin einfach weggelaufen. Richtig panisch, Alter. Ich bin gerade in die Innensicht gegangen und weg warst du. Oh, GDA, Alter. Das ist echt das Shit. Ja, ich trink noch mal kurz was. Trink mal ein bisschen was. Aber warte mal. Guck mich mal an im Auto. Ja, warte. So, guck. Warte. Okay. Warte. Aber guck nicht mal so böse, kannst du auch anders gucken? Nee, schade, ich habe leider keinen Snack dabei. Ich hätte dich gerne ein bisschen impressed, aber geht leider nicht. Okay, bist bereit? Du liegst aber hier, Du hast mich süß angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also warte, so, ja okay, gib Stoff. Okay, warte. Ach, hier, jetzt sehe ich deine Cola erst. Ja, jetzt komm, lass meine Cola stehen, Alter. Du nippst alles. Ey, das Geld im Aschenbecher ist auch abgezählt, so komm. Oh Mann, ich sehe da schon kommen, das wird nichts. Los. Das wird was. Ich drück da schon volle Kanne durch. Die Karte hat echt Speed, Alter, ne? Ja, naja, guck die ein bisschen rum, ne? Ach komm, ganz ehrlich, gegen deinen Oldtimer ist das ja wohl hier. Ja, aber der hat wenigstens Klasse, mein Lieber. Okay. Klasse. So, jetzt und hoch da jetzt. Komm. Und zack. Den. Ich hab's voll verkackt. Soll ich mal fahren? Nee, ich mach mal ohne Innenansicht. Okay. Hast du mit Innenansicht gemacht? Ja, ich wollte ein bisschen Risk taken. Ja, alles gut. Leute, soviel zur Theorie. Zur Challenge. Ja. Ich würde sagen, nimm doch noch mehr Anlauf, aber. In der Tat. Nein, wir machen das jetzt. Pass auf. Zack. In der Tat. Ich drehe mich jetzt. Zack. Ich glaube, du musst noch weiter. Ich glaube, das reicht nicht. Das reicht. Das reicht. Hundertprozentig. Das Problem wird einfach sein, dass noch so viele Leute in der Army da, in der Army Base sind. Ja, das sind aber immer 1000 Millionen Menschen. Nee, weil wir einfach. Die sind ja nicht despawned. So okay, jetzt komm. Nicht so weit nach rechts. Ja, ist gut. Okay, zack, Alter. Direkt Sterne, Alter. Guck dir mal, wie das hier upraged. Bam. So, ich bring dich jetzt zum einen Jet. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man Jet fliegt, aber das kriegen wir schon hin. Ja, das kriegst du schon hin. In der Base drin, ne? Nein, ich geh jetzt in den Hangar, du steigst jetzt gleich hier aus. Ja, sag mir, wann ich aussteigen soll. Und wo soll ich hingehen? Hier ist doch rechts der Jet. Hol ihn dir. Rechts. Steig aus und steig einfach aus. Okay. So, und hier rechts, guck doch, da ist er doch. Ja, ich geh schon. Okay. Oh, Birgi, ich hab Angst. Ja, du musst jetzt durch. Nein, ich häng fest an so einer scheiß Lampe, alles gut. Oh, steig bitte ein. Das Einsteigen, diese Jets dauert immer so ewig lang. Und da vorne kommt gerade auch schon so ein blöder Truck. Oh Gott, okay, ich hab kurz hier das aufgetreten. Okay, komm, Rakete! So, Rakete, was? Ah, komm schon! Sauber! So, Birgi, was geht da? Starte. Okay, ich hab's geschafft. Hast du es auch? Ich bin in der Luft. Okay, halt dich niedrig, sonst kommt die Rakete gleich und trifft dich. Welche Rakete? Ja, die haben noch Abwehrraketen. Okay, was soll ich machen? Einfach dich niedrig halten. Ja? Und aus der Base rausfliegen. Okay, oh Gott, das bist du. Okay, alles klar. Ja, ist gut. Okay, so. Ganz entspannt. Wir haben es beide geschafft. Ich bin richtig impressed. Okay, wie werden wir die jetzt los? Indem wir einfach weit wegfliegen. Oh Gott, ich hab hier gerade irgendwie so ein. Ich werde von einer Rakete, glaube ich, erfasst. Nein, das bin ich. Sorry. Warte, ich hab ausgestellt. Kann man irgendwie das Fahrwerk reinholen? Ja, okay, so. Ja. Hab ich das Alter. Ja. Oh Gott, ich drehe die ganze Zeit meinen Kopf und bin richtig verwirrt. Ach, zumindest auf die Karte, wo ich bin, ne? Ja. Wo fliegen wir hin jetzt? Oh Gott, warte mal, das ist verwirrt. Ist natürlich auch sehr geil, dass wir jetzt Nacht haben, ne? Nee, ich bin direkt hinter dir. Und ich fliege in der Außenansicht. Okay, wir müssen jetzt zu den Villen und dann müssen wir da rausspringen und dann versuchen, den Pool zu treffen. Aber mitten in der Nacht ist natürlich ein bisschen blöd. Ja. Aber hilft ja nichts. Das ist die Challenge, mein Lieber. Meinst du, ich kann aber kurz unter der Brücke durchfliegen? Max, wenn du jetzt drauf gehst, dann töte ich dich. Komm, YOLO. Oh, ich hätte dich fast getroffen. Ja, war schon geil, Alter. Kurz ein bisschen ballern hier, warte. Bam, Alter. Bam. Finde ich gut, Alter. Direkt die Bullen weggeholt. Okay, warte mal, lass kurz warten, bis die weg sind, okay? Ja, das wäre echt nicht verkehrt. Alter, ich bin richtig verwirrt. Vorsicht, erschreck dich nicht. Oh Gott, Max! Nein! Alter, das war so knapp. Was machst du? Ich wollte aus Versehen eine Rakete an. Alles gut. Oh Gott, Achtung, ich mach mal kurz den hier. Oh, die Rakete fliegt da, ey. Ja. Digga, was machst du denn da jetzt für Spielenzien? Digga, ich bin sterbe leid, mit dir zu fliegen, wollte ich gerade sagen, ich hab sterbe drauf. Ich bin sterbe leid, mit dir zu fliegen. Guck mal, ich kann von dem Rücken fliegen, ich bin richtig gut, Alter. Und schon smarter Typ, Alter. Alter, richtig gut, Mann. Alter, hier jetzt gedrückt halten, pass auf, und dann zieht euch den rein. Kennst du noch Wild Wars? Oder Star Fox 64? Ja, nochmal. Ich habe es so geliebt. Ich habe Star Fox für den 3DS gehabt. Nein, da unten sind die Bullen. Warte. Hier fliegt er jetzt nicht rein. Die sind gleich weg. Okay, sind sie weg. Okay. Smart Mike. Lässt da schon wieder an. Alle geben mir so auf den Zeiger. Was wollen die alle von mir? Weißt du, kaum hast du einen Jet, rufen die alle an. Ja.
Okay, warte, wo ist die? Ah, wir sind doch hier am Arsch, wir sind doch hier bei Trevor, wir sind doch hier in Sandy Shores. Ja, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Guck doch auf die Karte, da siehst du auch ein Flugzeug. Ja, okay, ja, ist gut. Wo sollen wir hinfliegen? Nach geradeaus jetzt. Nee, nicht geradeaus, definitiv nicht. Sicher? Warte, ich mach kurz eine Markierung. Ja, markier mal. Okay, hab ich. Alter, das war richtig knapp. Einfach geradeaus, oder? Ja. Wird doch gesagt. Alter, ich dreh die ganze Zeit meinen Kopf mit, das ist richtig verwirrt. Fliegst du Innenansicht? Nee, aber so. Warte, so, okay. Innenansicht? Nee, das ist nicht so gut. Ist nicht so gut. Hier, das doch, ist das der Hügel hier? Ja, doch, hier sind doch die ganzen Villen. Ja, ja. Okay, wollen wir dann einfach so Kerzenflug nach oben machen? Ja, warte, aber flieg noch mal, nicht, dreh noch mal eine Runde. Ja, okay, warte. Ich hab dich auch irgendwie gerade verloren. Ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall über den Villen hier. Oder, warte, bin ich über den Villen? Nee, bin ich nicht. Ich sehe nicht mal einen Pool. Doch, hier sehe ich einen. Okay, ich fliege jetzt hoch, ne? Ich mache es jetzt. Nee, warte. Okay. Ich fliege einfach nur gerade hoch. Wir sollten ja beide gleichzeitig. Ja, aber nee, dreh noch mal eine Runde. Ja, okay. Dass wir möglichst bald gleichzeitig da sehen. Okay, perfekt. Okay, sag mal, wenn wir hochfliegen sollen jetzt. Okay, warte. 3, 2, 1. Okay, go. Ja, okay. Aber einfach nur hoch. Warte, wir springen dann noch nicht raus. Warte. Nein, alles gut. Also schon ein bisschen aufgeregt jetzt, ne? Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich hier über den Pool gerade bin. Ich fliege, glaube ich, ganz woanders hin. Aber egal, wird schon gehen. Ich weiß, glaube ich, auch nicht, wo ein Pool ist. Ich bin noch gar nicht in der Villa. Achte unten auf der Karte auf diesen Totenkopf. Was ist mit dem Totenkopf? Ja, ich glaube, da müssen wir dann irgendwie hin, warte. Oh Gott. Mal kurz zurück. Wieso muss ich zum Totenkopf? Okay, sollen wir jetzt rausspringen? Nein, wir können noch viel weiter. Wir fliegen gar nicht, wie weit ich... Oh, ich bin richtig hoch, Alter. Siehst du das unter dir noch alles? Ja. Okay. Ich weiß halt echt nicht, wo die Villen sind. Ich glaube, das ist... Ja, doch, ich sehe das da. Siehst du diese Totenköpfe da in den Bergen? Ach so, ja. Ja, da drüber musst du, glaube ich. Okay, ich habe einen Strömungsabriss. Ich steig aus. 3, 2, 1, go! Nee, noch nicht. Ich bin schon draußen. Ich noch nicht. Ich bin völlig vor Anlass gerade. Mein Flugzeug hat mich fast getroffen. Okay, alles klar. Ich muss ganz kurz drehen. Warte, da ist doch schon wieder... Da ist doch der Flughafen. Ich drehe völlig durch. Warte, ich muss kurz in die Richtung fliegen. Okay, ich spring raus jetzt, ne? Du weißt, ohne Fallschirm öffnen, ne? Ja, alles gut. Ich bin rausgesprungen. Okay. Alter. Wo bist du denn? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Oh Gott. Hey, wo bist du denn? Ohne Scheiß. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich mach das jetzt hier einfach. Ich weiß auch gar nicht, wo ein Pool ist. Das ist vor allem die Frage. Ja. Boah, ich glaube... Das ist eine der dümmsten Challenges überhaupt. Ey, Max, also ich sehe auf jeden Fall den Berg. Der einzige Pool, den ich kenne, ist... Doch, ich sehe auf jeden Fall die Häuser. Das Ding ist nur, ob ich die treffe, ist so eine andere Sache. Da unten könnte was sein. Oh Gott, das wird jetzt richtig gefährlich hier. Okay, doch, ich sehe den Pool. Du siehst einen Pool? Ja, ich sehe sogar 2, 3. Aber es ist doch voll dunkel. Wieso siehst du die? Nein, komm. Bitte. Nein, kurz vor dem Pool, voll auf die Schnauze gefallen. Oh. Wieso siehst du so viele Pools? Ich sehe keinen. Gut, Es ist total dunkel bei mir. War aber eigentlich gar nicht so schlecht, ey. Ist das da unten im Pool? Ich weiß es nicht. Alter, so viel dazu. Es sieht eher aus wie. Da riesen überall Pools. Oh Gott. Ja, das könnte klappen. Und. Ich hab's geschafft, aber ich bin tot. Ich bin dabei gestorben. Ich bin in den Pool reingefallen, aber ich bin gestorben. Du bist so gut, ey. Warum bin ich dabei gestorben? Also, macht einen Spaß, ja. Jetzt mal realistisch gesehen, wenn man von der Höhe da reinknallt, dann ist Feierabend. Ja, aber wir reden von GDA. Birgi? Ja. Bestell mal einen Heli und dann machen wir das nochmal. Okay. Weil wir haben noch 2-3 Minütchen. Okay. Wie viel haben wir denn gerade auf der Karte? Nochmal bitte? Wie viel haben wir denn gerade auf dem. Weil ich muss gleich wieder stempeln hier. Stempeln, hä? Kennst du Stempelkarten? Wovon wenn du zur Arbeit gehst. Das war ein Joke, ja, Mann. Kenn ich. Hab ich bei meiner Arbeit auch. Stimmt. Ich erinnere mich. Okay, ich hab Heli. So, warte. Ja? Okay, warte, ich bin auf dem Weg zu dir. Bist du das da hinten überhaupt? Ja, bist du. Bin ich das überhaupt? Kannst du mich abpicken? Ich bin zu Fuß, das dauert zu lange. Ich picke you up. Pick me up, right now. Ich warte gerade, dass der Heli kommt, aber irgendwie scheint er gerade ein bisschen auf Krawall gebürstet und kommt nicht so richtig. Ich krieg einen Anruf, die rufen zurück. Ihre Position ist als Zuschauerplatz ungeeignet. Hier, vielleicht bei mir, vielleicht hier. Warte mal, ich stelle mich mal hier auf die richtige Straße. Oh Gott, der hat mich umgefahren, der Penner, Alter, der kriegt es richtig aus. Ein Gegner? Ja. Nee, irgendeine andere. Ach, was ist das denn hier? Oh, Alter, weg ist sie. Boah, Alter, was geht die Rasse richtig aus? Hallo! Und jetzt rückwärts oder was? Ne, ist gut. Warum habe ich eigentlich keine Telefonsounds mehr? Das ist voll komisch. Birgi? Ja? Wo bist du? Ja, ich versuche gerade einen Helikopter zu holen. Geilo! Wir könnten uns natürlich auch noch schnell die grüne Kiste holen, ne? Nee, wir machen jetzt hier den Jump nochmal. Ich will das jetzt schaffen. Okay. Aber Alter, ich krieg keinen Helikopter hier hin. Also die weigern sich hier vehement. Ja, dann bring das doch woanders. Dann geh doch woanders hin. Du bist an einer ungeeigneten Stelle, glaube ich. Ja, aber ich bin hier echt nur zwischen diesen Häusern. Ich kann jetzt versuchen, zu dir auf den Berg zu kommen. Und es von da dann quasi einmal zu versuchen. Oh, ich sehe dich. Ah, da. Geil. Hi, Birgi. Hallo. Warte. Früher konntest du bei GDA immer auf den Mond schießen. Dann hat er sich vergrößert. Echt? Ja, mit dem Scharfschützengewehr. GDA. Geht das hier? Nee. Ah, ja, stimmt. So, dann probier's mal hier. Nein, ich meine hier, den Heli. Ist mir schon klar.
Alter, ich wie mich anmeckst, Alter. Wie mich anmeckst. Anmeckst. Weil sie kann zwischen deinen Beinen durchschießen. Nicht, Vorsicht, alles gut. Ach, komm. Ich hab zwischen deinen Beinen durchgeschossen. Wie du deine Ladung abgeschossen hast. Wie du deine Ladung abgeschossen hast. Ich will dir auch mal zwischen die Beine schießen. Ganz kurz ziehen wir aufs Maulhorn, Alter. Bam. Warte, nicht so, bewegen, ja, okay, Max, nicht warte, bewegen. Warte, warte, okay, nicht warte. Bewegen. Ey, das ist eine Mutprobe. Ja, warte, warte. Okay, nicht bewegen. Ich schieße dir ganz knapp. Ja, okay, warte. Warte, ich schieße jetzt ganz. Warte. Hey, okay, yo. Warte, das müsste klappen. Nicht bewegen jetzt. Ja, okay. Sonst, also das, du darfst nicht wirklich komm, mach jetzt. Warte. Beweg dich gleich selber, mach. Oh. Okay, ist gut, ist gut. Okay. Warum hat okay. Die Frau sich der hier so schon? Ja, ich weiß, ich weiß. Alles gut. Lässt er so eine Strickleiter runter oder wie läuft das? Nee, das ist ein bisschen komplizierter hier bei dem. Bei dem oh nein, oh nein, der fliegt hier voll gegen. Das war ich knapp, Alter. Entschuldige. Ja, wo sind die denn? Ja, über uns. Er ja, versucht gerade zu landen hier. Oh. Aber irgendwie das kann er nicht so richtig. Nee. Aber ich helfe sonst mal zur Not nach. Oh! Nein, nein. Nein! Lande bitte! Alles gut! Oh Gott! Oh Gott! No, Alter. Okay, Max, weißt du was? Ich glaube, lass es uns auch die nächste Folge verschieben. Da können ja, wir ja, eh wieder mal. Das machen, was wir wollen. Guck mal, wir haben hier einen traumhaften Ausblick und es ist eigentlich gerade viel zu melancholisch und schön. Hier nicht diesen. Hast du noch eine Rakete? Feuerwerk? Ja, warte. Oh, bitte, feuer die jetzt mal nach oben. Oh, das wäre so ja, schön. Warte, ich muss Ego-Ansicht. Hey, nein! So viel dazu, Leute. Das war noch die Rache vom letzten Mal, ne? Ja, aber hast du noch eine Rakete? Nein, habe ich nicht mehr. Du hast keine Rakete mehr? Ich kauf gleich welche. Alles gut. Und dann hast du mich so angelogen gerade. Ja. Schweine rein, okay. Ne? Okay, dann mach Abmoderation. Alles gut. Okay. Dann sagt er, dass wir zum Ende kommen. Okay, Leute, ich muss jetzt zum Ende kommen. Papa hat gesagt, ich muss aufhören. Oh, du bist so ein Penner, Alter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit einer entspannten Folge, wo wir halt irgendwie ein bisschen Spaß haben. Genau, und wenn ihr noch eine Challenge habt, dann schreibt ihr natürlich gerne in die Kommentare unten bei uns. Und ich, Max, freue mich sehr, dass wir dieses Let's Play noch machen. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Dementsprechend bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Tschüss.